Die grüne Schlotze. Klebt fest, wa? Kommt gar nichts raus, wa? Nee, klebt fest. Das heißt nur jetzt. Buff. Vorsicht mit dem Klotz da, ne? Da haben wir vorgestern gehäckselt, das ist schon richtig am Gären. Einfach langsam vor, alles gut. Jo, warte mal, warte mal. Schaufeln. Bis im Ausschaufeln klebt. Aua, ich bin hier reingekommen, Edge. Pirat. Brauch gar keinen Geländewagen. Ja gut, ich habe auch ein bisschen Spuren gezogen beim Einlenken. Und da ein bisschen gekratzt beim Hochfahren, weil ich auch noch gegen die Steigung hoch musste. Aber dadurch das Matschloch bin ich auch. Schwung, ne? Schwung ist das Geheimnis. So, jetzt haben wir nämlich den ersten Schwung Hackschnitzel für da. Vor dem Schweinestall haben wir nämlich schon mal hier liegen. Das sind auch nicht so schöne Hackschnitzel. Da hinten liegen ja schöne Hackschnitzel. Und da kommt jetzt unten, kommen da dann nicht so schöne rein. Die streuen wir dünn aus. Hier vorne vor der Betonkante müssen wir auch noch ein bisschen anfüllen. Und da kommen dann hinterher schöne drüber. So ist der Plan. Der Plan ist gut. Patrick ist auch wieder mit dabei. Marco ist mit dabei. Marco hat einen Anhänger mit. Dina hat ja den Anhänger mit. Da ist der Wärmer drauf, damit wir nachher den Bauschutt einsammeln können und dann den Container kippen können mit der Volumenschaufel. Aber wir müssen heute Mittag nochmal los. Marco hat auch eine Ladung Heu organisiert. Der hat letztes Mal, glaube ich, auch schon eine Ladung Heu organisiert. Und Marco hat auch diesmal noch eine Ladung Heu organisiert. Von dieser Ladung Heu geht ein Teil zu Kira, zum Hof Tiere erleben. Diese tiergestützte Therapie für eingeschränkte Kinder, sage ich immer. Also Kira kriegt einen Teil von dem Heu und Nadja kriegt auch wieder einen Teil von dem Heu. Dann haben wir das Desinfektionsmittel im Auto. Da kriegt dann eben auch Kira die Hälfte und Nadja die Hälfte. Nope. Yep. So ist der Plan für heute. Der Plan ist gut. Ich tue ihn dann hier gleich wieder raus und dann geht's weiter. So, ihr habt ja Sonntag das Video von den Tannen gesehen, die wir da mit Ausnahmegenehmigung umgeschmissen haben, weil es da zu Sturmschäden gekommen ist, weil die ja abgestorben waren. Ich bin übrigens auch mit dem Vario wieder rausgekommen. Deswegen schnappe ich mir jetzt die Kamera, weil ihr habt in dem Tannenvideo gesehen, wenn ich nicht filme und den anderen nicht sage, dass sie filmen sollen, filmt nämlich keiner. Das bleibt nämlich immer an mir kleben. Und deshalb filme ich jetzt kurz. Wir sind dabei, den Bauschutt wegzuräumen. Viele Hände, schnelles Ende. Dass wir die Platte da wenigstens schon mal wieder sauber haben. Tina rappelt das dann mit dem Wärmer gleich in den Container rein. Ja, und so sieht das dann nämlich aus. Wenn ihr die Volumenschaufel kaputt macht, baue ich keine neue. Es gibt keine neue. So, einmal das Gitter weg. So. Können Sie hier nämlich lang fahren? Oha! Da bin ich mal gespannt. Felder oder Felder? Nee. Ja, sie guckt auch. Das geht dann nämlich fast senkrecht runter. Geil, okay, erledigt. Jo. So, und so geht das jetzt gleich noch so. 40 Touren oder so. Ja, ich habe ja gestern, hatte ich ja erzählt, noch ein bisschen geschweißt und so. Und wir sind hier beim Zelt weiter. Das wird, glaube ich, ganz gut angenommen. Jetzt habe ich Kuno das Lochband gegeben. Der hat das auch benutzt. Der sagt, er hat auch noch was. Er weiß nur nicht wo. Aber mit Glück findet er das dann irgendwie heute im Laufe des Tages. Dann kann ich die Gitter mit Lochband festschrauben. Sonst müssen wir ja noch mal welches holen. Marlon, nix für den Muscheln, wa?
Vorsicht, nicht Patrick auf den Finger schmeißen, den brauchen wir noch. Immer mal rein, die ist ja auch nur für Leichtgut gebaut worden. Die sollte eigentlich immer nur Hackschnitzel transportieren. Immer mal rein, was soll's. Ich würde die aber trotzdem ein bisschen höher nehmen. Ah, jetzt fährt sie mit der Last zum Hang. So lernt man das im Gabelstaplerschein, also Schein für Flurförderfahrzeuge, lernt man das nämlich auch, weil dann kippst du nämlich nicht vorne über. Sondern die Last ist am Hang. So ist das richtig. Das ist schon. Geht gut runter. Stefan kommt! Stefan Reinken, kennt ihr ja von uns, ne? Unser Zaunbauer des Vertrauens. Und der hat sich ja jetzt bereit erklärt nach dem ganzen Desaster und hin und her. Stefan stellt den Zaun auf. Also Bauexpert Schulte liefert mit einem großzügigen Rabatt. Die haben sich also tatsächlich als Firma an den Kosten beteiligt. Und Stefan stellt uns den kostenlos auf. Was bei 250 Meter Zaun, den kostenlos aufstellen, ist schon ein richtig großer Posten, den wir nicht zahlen müssen. Ne? Also Arbeitslohn zahlen wir nicht. Stefan von Zaunmontage Reinken stellt den Zaun für uns kostenlos auf. Bauexpert Schulte beteiligt sich mit einem großen Batzen an den Kosten für den Zaun. Was ich sehr, sehr geil finde. Also wir haben ja, wie gesagt, viele, viele Firmen angeschrieben, die wir eben auch so kennen und für die wir eigentlich auch viel Werbung machen und so. Also auch von Ex-Kameraden von mir und so. Leider haben die alle irgendwie Ausreden gefunden, wobei ich auch schon deren Projekte oft unterstützt habe. Also ich habe eben auch schon Projekte von denen unterstützt und habe dann gedacht, naja, dann können die mich auch mal unterstützen. Moin ihr zwei! Wenn ich euch so sehe, beide so Hände in der Tasche, gleiche Klamotten, dann könnt ihr das nicht leugnen, dass ihr Vater und Sohn seid, ne? So, wie ihr seht, ist die Zeltplane von außen schön weiß geworden durch den Planreiniger. Jetzt müssen wir nur noch mal gucken, wie die von innen sauber kriegen. Ich weiß gar nicht, ob die andere Seite schon sauber ist, sonst hätte man mal ein schönes Vorher-Nachher-Bild. Die Fläche hier ist auch abgefegt. Hackschnitzel sind dran. Tina rumpelt schon wieder mit einer Fuhre Bauschutt darunter. Oh, es ist, wir kriegen den Container noch voll, ne? Ohne Probleme. Das ist dann der vierte Container Bauschutt und zwei Container Holz. Ich glaube, andere Seite, ich muss mal gucken, ist das noch nicht. Von innen ist ja klar, kriegen wir nicht sauber, aber. Heu leise. Ja, die Stimmung wird langsam immer besser. Naja, also man sieht doch einen guten Unterschied. Ah.
So, jetzt geht's darum, dass wir hier nochmal... Wow, 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 das wird schon wieder, da muss irgendwas drunter. Das, so, zack, Edge, gerettet. Ja, müssen wir nochmal richtig Abfluss basteln. Gut, die Tränken sind dran. Das, ich weiß gar nicht, ob wir das... Ich weiß immer gar nicht, was wir alles noch zeigen und so, aber... Jetzt müssen wir irgendwie das Ding nochmal, es ist ja nur grob jetzt verankert, wir wollen nochmal Löcher bohren. Also der eine Pfosten steht schief, den machen wir nochmal neu. Streben eingeschweißt, habe ich glaube ich alles schon erzählt. Und dann müssen wir den einen, den machen wir nochmal schick gerade. Und wenn der dann gerade ist, dann bohren wir durch alle nochmal neue Löcher durch. Und dann machen wir auf jeden Fall nochmal zwei Schwerlastanker in jeden rein. Dann haben wir zwei normale Dübel erstmal ja vorgedübelt, damit die überhaupt halten. Und dann kommen noch Schwerlastanker rein, zwei Stück in jede Platte, dann soll das Zelt auch nicht mehr abheben. Ich schweiß dann nochmal Querstreben rein, dass das nicht nur so mit Wackeln vorbei ist, sondern auch so mit Wackeln vorbei ist. Ja, und dann ist das schick. So ist der Plan. Dann kommen diese Gitter, die kommen hier so außen fest. Dann ist hier eben so eine Lauffläche quasi und dann können die von, also irgendwie wird das schon alles. Wenigstens funktionieren die Dachrinnen, sind alle jetzt versiegelt. Sind jetzt versiegelt mit selbstschneidenden Schrauben aneinander. Das ist eine coole Sache. Das funktioniert. Gefälle passt auch. Alles gut. Das müssen wir festhalten. Der Baggerfahrer kriegt eine Einweisung auf den Wehrmeer. Jetzt bin ich gespannt. Das war ja übrigens eine super Einweisung. Jetzt hast du aber ein Loch reingeschoben, mein Besser. Da bist du zu tief. Da bin ich ja mal gespannt, wie der Baggerfahrer sich mit dem Wehrmeer schlägt. Gefrühstückt. Marlon, Markus und Brandon bauen jetzt einen Zaun auf. Und wir fangen an mit allem. Wo ist alles? Kofferraum? Ja, dann können wir ja, dann können die. Der Lütte passt gut in die Mitte. Wolltest du bei ihm mitfahren? Okay. Kann Tamo mal mit Ruby fahren, genau. Ich sitze auch vorne, habe ich mir überlegt, finde ich gut. So, dann gehen wir jetzt Heu holen für die Kira und für Nadja. Das hat der Marco besorgt. Genau, anschnallen müssen wir. So, wir sind jetzt in Holte und holen die Strohballen ab. So, wir sind wieder im Gewerbegebiet auf dem Weg zu Kira. Joa. Haben das Heu aufgeladen. Beide Anhänger ziemlich voll. Ich zeige euch gleich nochmal ein Bild vom Twin-Trailer. Oder ihr seht das dann ja. Oder ich füge ein Bild bei Facebook ein. Oder keine Ahnung. Aber wie gesagt, wir sind gleich da. Und dann wird das abgeladen. Und dann müssten wir eigentlich nochmal fahren. Das werden wir aber heute wahrscheinlich nicht schaffen. Weil Brandon und Markus setzen ja im Moment gerade den Zaun. Und die brauchen eigentlich auch ein bisschen Hilfe. Auch wenn die mit Sicherheit eine Menge Spaß gerade haben. Aber müssen wir mal gucken, dann holen wir nächste Woche den Rest oder so mal schauen. Wie sie das ist ordentlich haben. Und dann wieder Kette, wa?
So, wir haben nochmal ein T-Stück mitgebracht für unseren Abfluss. Und ich habe hier so Mauerverbinder mitgenommen. Die sind eben aus Edelstahl. Also rostfrei Chrom-Nickel. Edelstahl ist einfach nur ein wenig schwefelhaltiger Stahl, was man zum Beispiel in der Dreherei benutzt man Schwefelstähle, weil Schwefelstähle schön brechen, dann hat man kurze Späne. Ich hätte das lieber mit Lochband gemacht, also nicht mit dieser Mauerverbindung, sondern einfach mit Lochband auf der Rolle. Das Problem war, es gab kein Lochband auf der Rolle. Das Doofe ist, jetzt habe ich verzinkt und Chrom-Nickelstahl zusammen, das wird natürlich miteinander reagieren, ne? Und in der Regel ist das so, ihr kennt das von Opferanoden, dass dann das Unedlere angegriffen wird. Also muss ich mir nochmal was einfallen lassen. Gut. Also das dazu, dann geht es jetzt weiter. Noch eine Fuhre Heu ausladen für hier und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Los, ist die Dachlatte nicht lang genug? Hast du damit nicht feste genug zugehauen? Ja, ich habe gesagt, dass ich das darf. Voll im Wald. Ich wollte gerade sagen, eigentlich müsste ich auch mal pinkeln, aber das ist ja ein durchaus lösbares Problem. Warte, ist der Zaun fertig? Nö. Und die Gasbuddel, ist die angeschlossen? Habt ihr Bier geholt? Wofür bezahle ich? Ach nee, ich bezahle euch ja gar nicht. Wobei, bei Markus stimmt das nicht. Markus wird ja tatsächlich für den Spaß hier bezahlt. Das ist ja Arbeitszeit. Guck mal, die Rasenmäher laufen auch schon. Oh, die beiden Schnuckis, ne? 25 und 27 Jahre alt. Das ist schon krass. Sieht zwar auch ein bisschen gerupft aus, aber... So, 25 und 27. Ne, wenn ich so alt bin, Alter, wenn ich... Ne, ist egal. Ich bin schon ein bisschen älter als 27. Ich hätte fast gesagt, schon zweimal, aber noch nicht ganz zweimal. So, wo ist mein Zaun? Ah, das sieht doch schon gut aus. Eckpfähle sind gesetzt, eine Schnur sehe ich da. Das ist doch schön, das geht auch voran. Ich bin begeistert. Fast. Du siehst genervt aus. Aber es funktioniert. Kriegen wir das denn? Das hält auch nicht ewig, aber. Ja, aber ist doch cool. Das ist ja mit den Fehlen, die wir vom Kinderheim haben. Vielen Dank nochmal an Stefan Brockmann und seine Partnerin. Also Geschäftspartnerin, nicht Ehepartnerin. Das sind zwei verschiedene Frauen. Das habe ich mal in dem Facebook-Post durcheinander gewürfelt, war nicht so gut. Markus hat die Kante hier nochmal eben gemäht. Mit dem Akkurückenmäher, wa? Sind die Schrauben schon wieder los, oder was? Ja. Alter, ich wollte mich gerade sagen, ständig muss ich das Ding nachziehen, ey. Ja, cool. Cool, cool, cool. Oh, Patrick sucht die Fläche weiter nach Steinen ab. Die Grünen werden gerade stolz auf China, ne? Mit so einer tollen Akkumaschine. Mit einem riesen Akkupack auf dem Hintern. Was aber irgendwie nur... Also wenn du pustest, ist der Akku nach 15 Minuten leer. So mit dem Freischneider und so hält er eine Weile. Aber der Puster an dem Kombimotor schluckt so viel Akku, der ist nach einer Viertelstunde leer. Und mit dem Freischneider kannst du wenigstens eine Weile arbeiten. Der Akku kostet übrigens genauso viel wie der Kombimotor in Benzin mit allen Anbauteilen. Also der Akku, den China gerade trägt, der ist genauso teuer wie der KM130 mit allen Anbauteilen. Und das kostet hier nur der Akku, dann hast du noch keinen Motor und noch keine Anbauteile. Aber wir hatten die Anbauteile zum Glück alle noch von unserem KM130 und mussten also nur den Motor hinten und den Akku kaufen. Nur. Ne? Aber egal, es ist geräuschlos, wie ihr merkt. Ne? Also man hört nur das Sausen von dem Blatt. Seht ihr? So habe ich mir das vorgestellt. Zwar eigentlich mit Lochband, aber ne? Ja. Und jetzt halten die nämlich bombenfest. Dann können die Pferde das nicht auseinander randalieren. Außerdem sind die noch miteinander befestigt, die Dinger. Ne? Ich war ja erst am überlegen, ich da ein paar Rohrschellen drüber schweiße oder so, dass alles Schwachsinn. Das kann man wieder auseinanderschrauben. Und das hält trotzdem. Es ist ja nur, dass die Pferde nicht rauskommen. So arbeiten wir uns da jetzt sukzessive durch. Schrauben da immer die Dinger wieder drüber. Cooler Plan. Schon wieder was erwischt? Hast du was erwischt? Ja, aber wie gesagt, deswegen sollte Markus das nicht. Echt? Du hast da jetzt Panzertape drum gemacht? Damit diese tolle
super Sicherung, Alter. Das ist das Kernschrott. Das ist vor allem ständig kaputt, ne? Also wir haben das Kabel schon zigmal tauschen lassen und im Kommentar ist an dem Ding auf Benzin, haben wir noch nie Probleme gehabt. Aber. Ja, okay, der ist schwerer. Aber doch, könntest du auch. Du kannst ja die Tragehilfe anziehen. Das ist ja... So, aber was wir eigentlich wollten. Ich hab's fertig. Also, das, was ging. Ne, jetzt sind überall die Dinger dran. Ne? Hier müssen wir, wie gesagt, da die Pfosten nochmal ausrichten. Die stehen eben nicht gerade, wie man sieht. Aber der hier ist auch noch gut. Also hier ist auch fest. Das heißt, das ist jetzt... Können die Hissis... Jetzt müssen wir den irgendwie dann noch hier vorbauen. Das machen wir dann gleich, wenn wir mit unserem Rohrkram und so weit durch sind. Ja. Ich habe einen Deal mit Nadja. Ja, ich habe einen Deal mit Nadja. No. Du hast dir deinen Hammer abgebrochen, du Vollidiot, ne? Hm? Ja. Haderer und Gewehre. Hm? Ja. Und du musst mal Zähne putzen. Oder Onkel Auke muss mal mit dir zur Zahnreinigung. Hm? Ja. Ich hab schon gehört, dass du ganz alt bist. Mhm. So, während Patrick mit Tina und Marlon, also dem Sohn von Markus, die Fläche weiter nach Steinen absucht, was glaube ich irgendwie so ein 10-Jahres-Projekt ist, aber also es. Wir finden ja jedes Mal wieder neu, aber wir haben sie dann einmal abgesucht, mal sehen, vielleicht kriegen wir auch noch ein bisschen Mutterboden, den wir dann einmal noch mal dünn ausstichten können, aber irgendwie wachsen hier jeden Tag neue Steine aus dem Boden. Der Zaun und alles ist demontiert. Mittwoch oder Donnerstag wird der Doppelstammzaun geliefert. Vielen lieben Dank nochmal an Bauexpert Schulte, die sich eben mit einem großen Batzen am Zaun beteiligen. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Ich habe vorhin mit Stefan gesprochen, also mit Stefan Reinken, unserem Zaunbauer. Und er hat gesagt, er hat ein bisschen rumtelefoniert, wir haben mehrere Betonwerke bei uns in der Gegend, ne? Also mehrere große auch, die Ketten haben und so, ne? Also Betonketten. Hat er alle abgeklappert, überall eine Absage gekriegt. Und dann hat er bei uns im Dorf, also quasi bei uns, in der Gemeinde Westerwerlingen quasi im Dorf, also Steinwurf von einer Baustelle von mir entfernt. Ihr wisst, ich habe mal diese Ahornfällung für die Gemeinde gemacht, also zwei. Einmal dieses irgendwie, also den wir mit Karl umgeklatscht haben auf die Straße und dann den ich mit der Bühne in drei großen Stücken runtergeschnitten habe und dann auch ja durch den Hacker geschoben habe. Das war einer der ersten Einsätze vom Cheetah. Und da ist das Stehenfelder Betonwerk. Also bei uns sind Stehenfelde, das Stehenfelder Betonwerk. In der Nähe auch von den Kinderheimen. Einem der Kinderheime. Zwei der Kinderheime. Okay. Also eigentlich ist bei uns irgendwie immer alles in der Nähe. Lange Rede, kurzer Sinn. Das Stehenfelder Betonwerk. Das Stehenfelder Betonwerk, wo ihr übrigens auch Betonsteine nach Maß und so bestellen könnt. Also die schalen das dann und gießen das selber und so. Also könnt ihr alles nach Maß bestellen. Also das Stehenfelder Betonwerk sponsert den Beton für diese Aktion. Das werden so 3-4 Kubikmeter sein. Also das Stehenfelder Betonwerk sponsert den kompletten Beton. Das ist schon geil. Sehr geil. Der Stefan und die Tina fahren da Samstagmorgen hin. Stefan stellt den Zaun Samstag auf. 250 laufende Meter. Macht Stefan mit seinem Sohn zusammen am Samstag. Das kriegen die auch hin. Ihr wisst, wie schnell die bei uns zu Hause waren. Also vielen lieben Dank an Stefan Reinken, der sich eben darum gekümmert hat, dass wir einen Sponsor für den Beton finden. Und vor allem vielen, vielen lieben Dank auch an das Stehenfelder Betonwerk, dass sie eben diesen Beton kostenlos zur Verfügung stellen. Das ist Wahnsinn. Das ist mal, also es verdient wieder mal meinen größten Respekt. Und das zeigt, dass es eben doch noch Betriebe hier bei uns in der Gegend gibt, die bereit sind zu helfen, zu unterstützen. Ja, also es ist Wahnsinn. Wenn ich überlege, wie viele wir vergebens angefragt haben, ist das schon krass. Ihr seht, ne? Also das ist egal, wo du rüberläufst. Ne? Du findest irgendwie immer wieder was. Ja, es ist echt krass. Also der Container ist doch bestimmt schon wieder fast voll, oder? Ja, siehst du. Ja, es ist aber, wie gesagt, du kannst hier, also wenn du hier mit einer Siebschaufel rüber gehst, mit einem Bagger, mit einer Siebschaufel, oder wenn du für den hier so eine Steinschaufel hättest mit Zinken quasi drin, Alter, da würdest du, da kriegst du es Wein, ne? Also, da kriegst du es Wein. Nee, also,
schon wieder vom Thema abgeschweift. Also es ist Wahnsinn, ne? Es ist, wie die dann alle Hand in Hand uns zuarbeiten, das ist echt krass. Ja, Brandon und Markus sind am Zaunsetzen hinten für die Schafwiese. Das hatten wir ja schon mal erzählt. Und Nadja räumt mit Marco, glaube ich, den einen Container aus, weil wir haben halt immer noch das Rattenproblem. Auch da sind wir dran. Wir wissen noch nicht, ob der örtliche Schädlingsbekämpfer, der ja auch Kunde von mir ist und ich bin ja Kunde von ihm, ich habe bei mir auf dem Platz ja auch Köderboxen stehen, Rattenköderboxen, weil wir auf dem Platz eben sonst auch, ne? Ihr wisst, Hackschnitzel und so Sachen, Alter, das, oder auch die Welle, ne? Das lieben die. Wir haben also auch ein Rattenproblem gehabt, das hat er sehr gut in den Griff gekriegt und da haben wir uns eben an ihn gewendet und haben gesagt, du pass mal auf, könntest du dir das vorstellen? Ne? Weiß ja, Budget ist knapp. Dir das wenigstens mal anzugucken und den Umfang der Maßnahme auszubaldowern und mal gucken, wie wir uns dann arrangieren können. Ne? Und der hat jetzt zugesichert, dass er auch auf jeden Fall vorbeikommt und dann gucken wir uns das, wie gesagt, mal an. Und dann, ja, dann haben wir die Hoffnung, dass der eben auch sich ein Herz fasst und uns da entgegenkommt, in welcher Form und Weise auch immer. Ja, so ist der Plan. Also wie gesagt, auch die Aufräumarbeiten gehen eben fleißig weiter. Und dann, ach genau, deswegen habe ich das angesprochen, der eine Container soll ausgeräumt werden, da soll nämlich dann in Zukunft das Futter rein, damit nämlich die Ratten das nicht immer fressen können oder anfressen können, was ein Riesenproblem ist. Das ist auch ein Problem, dass das Radio gerade läuft. Ihr wisst ja, ne? Die GEMA und Deutschland und so, das ist echt gerade, aber ich rede ja, ich hoffe nicht, also ne, dass das jetzt, und ich möchte auch nicht, dass das, oh, ihr dürft nicht auf die Musik hören, oh, oh, das ist alles doof, jawohl, aber was soll ich denn machen, die Jungs müssen ja auch irgendwie Spaß bei der Arbeit haben, ne? Jawohl, so sieht das aus und nicht anders. So, hier geht's auch munter weiter, die alte Kante weg. Also ihr seht, ohne unseren Fährmehr wären wir echt aufgeschmissen. Also das sind die alten Zaunpfähle und das ist hier so die alte Begrenzung und alles. Und das buckelt alles der Kleine und die Kleine weg. Da bin ich ja mal gespannt, ob Tina unfallfrei mit dem Hasenstall war. Jetzt muss sie gleich mit der Schippe das Gefälle ausgleichen, weil da geht es ja nun echt schwungartig runter und das wird sie jetzt ausgleichen müssen. Macht sie es? Und vorbei. Damit ist der alte Stall dann auch Geschichte. Was wäre nur ohne den kleinen Panzer? Ja? So, das müssen wir mal festhalten. Das Ding ist nämlich echt genial. Auch wenn da Makita draufsteht. Aber ich kann da einfach Bosch drauf schrauben und das keinem erzählen, dass es das von Makita ist. So. Das geht einfach so schnell was mit dem Teil. Ne? Nee, lass mal drin wenden. Hier muss noch ab. Hier ist eine Kreuzschraube bei dir drin. Drehen, drehen. Patz, patz. Patz, patz. Fertig, fest. Geil, oder? Ich finde das gut. Achtung. Patz, patz. 1200 Schuss sitzen in einer Gaskartusche. Das ist schon echt fett. Und das geht, da bin ich wieder beim Thema Effektivität. Ne? Klar kann man das alles festschrauben. Ja, und dann sitzt er mit dem Akkuschrauber und dann macht das wie, 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 und dann habt ihr da eine 5x50er Spaxe drin. Oder ihr macht einfach pam, 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 pam und habt in der Zeit vier Spieker da drin. Und hält auch. Und voll geil, weil geht voll schnell. So. Wo habt ihr denn Marlon gelassen? Achso. Das ist krass, ne? Was hier liegt ist. Und die Fläche ist ja noch lange nicht. Also das ist aber. Da habt ihr jetzt durch. Ende in Sicht. Ende in Sicht ist gut. Es ist. Ich habe noch keine Ahnung, muss ich ganz ehrlich sagen, wie Stefanie jemals die Pfähle in den Boden kriegen will. Also ohne Weidemann, ne? Es ist ja ein Weidemann.
glaube, ich habe mal fälschlicherweise gesagt, es ist ein Avant, aber nein, er hat sich was Vernünftiges gekauft. Er hat sich also keinen Avant und auch keinen Giant und nichts in dergleichen, sondern er hat sich was Vernünftiges gekauft, hat sich einen Weidemann gekauft. Also, ne? Man kann halbe Sachen machen oder man macht richtige Sachen und dann kauft man sich direkt einen Weidemann. Ich glaube, er hatte tatsächlich sogar mal mit einem Wehrmeer geliebäugelt, aber er kann eben mit der Knicklenkung leichter vorne schwenken, sag ich mal. Ne? Also wenn du den Bohrer ein bisschen verstellen willst, das ist mit der Kette, ist das immer ein bisschen doof. Das ist auch beim Beladen. Ne? Wenn ihr mit dem hier mit Palettengabel eben was beladet und ihr steht nicht genau gerade davor, dann könnt ihr mit dem Knicklenker einfach ein bisschen einlenken. Und hier müsst ihr eben immer so mit der Kette ein bisschen wringen. Ne? Das ist natürlich tendenziell nicht so gut. Ja, gut. Dann bringe ich noch mal ein paar Pfähle nach hinten. Werden auch langsam weniger. Ja. Aber wie gesagt, es ist so ein bisschen, ist ein Ende in Sicht. Also fast oder auch nicht. Aber wir kommen voran. Ihr hört ja die ganze Zeit das Bolzenschussgerät, hätte ich fast gesagt. Ne? Also die Nagelpistole, das ist schon schick. Ich sag ja, voll die Erdbaumasche. Also wenn Wehrmeer, wenn ich könnte, würde ich mich da morgens mit anderen ausziehen. So, steht. So, das Wasserfass noch einmal wieder hinschubsen. Und dann ist das auch schick. So, wir haben nicht mehr gefilmt, weil wir echt Prozess machen wollten. Also der Zaun ist weg, Tina hat das alles gemäht. Der Zaun ist weg, Tina hat das alles gemäht. Wir sind immer noch am Steine suchen, da sind wir immer noch nicht mit fertig. Wir haben jetzt, wie gesagt, die ewig defekte Maschine mit Panzertape quasi wieder gangbar gemacht. Ja, der Container von Halvorsen ist gut angeladen, aber wie gesagt, wir sind ja auch noch nicht fertig mit Steine suchen und sind jetzt gerade, wir hätten genug Holz gehabt, aber uns sind jetzt gerade tatsächlich die Pfähle ausgegangen. Also Schluss mit Pfähle. Bis da vorne sind wir gekommen. Und dann hier einmal hinten lang, das hatte ich euch gezeigt. Und jetzt hier vorne noch so ein Stück und jetzt sind die Pfähle alle. Wir hätten tatsächlich genug Bretter, aber die Pfähle sind alle. So, den Container haben wir auf- und ausgeräumt. Da deponieren wir, wie gesagt, nachher das Futter noch drinne. Und dann ist für heute jetzt, wenn wir da oben die Wasseranschlüsse, müssen wir gleich noch alle in die IBCs verbasteln. Und wenn das erledigt ist, dann ist für heute Feierabend, dann wird gegrillt. Dann haben wir jetzt nur, doof, ne? Haben wir bei Kira vergessen, ihren Teil rauszuladen. Müssen wir morgen. Kannst du nicht so rausnehmen? Müssen wir morgen bei der Besichtigung nochmal. Das ist eine Idee, da im Rumfahren. Bei Kira rumfahren. Haben wir jetzt mit dem Heu und mit dem ganzen Krempel vergessen. So, eins, zwei. Pfeifst du uns mal einen von den Jungs ran, dass wir... Was denn? Ja, alle tragen helfen. Oh, schaffen wir schon. Kann ich so laut nicht pfeifen, die sind hinten auf der... Jetzt muss ich noch hier so einen Spender. So, und jetzt muss ich noch zwei so eine Kanister, ne? Das kommt hin, ne, und noch einmal Handlotion, genau. Ne, warte mal, ne, passt. Hier sind jetzt noch zwei Dinger über, davon noch zwei, davon noch einer, genau. Ja gut, ich muss gewinzelt. Ich kann noch einen nehmen. Nee, doch, geht. Ich so. Hab schon. So, gestern Auto nicht zuzumachen. So, das ist dann Matthias Anteil und dann kommt nochmal der Kira Anteil. Ist sie von Steilstelle oder wo ist sie? Ja, können wir ihr, können Hammer und Dings gleich. Genau, stell mal hier hin, nicht, dass es gleich auf der Platte bleibt. Bin nee, durch? Nee, wollte ich mit reinnehmen, dann können, also mit hinnehmen, dann können. Und wie gesagt, dann ist das gleiche ja nochmal für Kira da. Ein Spender, zwei so eine Dinger, zwei Handoptionen und zwei so eine, ist von allen vierfach da. Also zwei und zwei. Wo ist sie denn jetzt? Essen vorbereiten. Oh. Das wollte ich gerade sagen, deswegen ja vor der Scheune. Ja, ja, stimmt, das könnt ihr auch trinken, dann seid ihr auch gleich ganz glücklich. Die Kamera gleich nämlich auch noch zwei Notfall-6er-Träger. Zwei Notfall-6er-Träger. Ja. Achso, Cola und Spezi, stimmt, ja. Ja, aber wenn du gleich mit dem Korb wieder reingehst, dann magst du das mitnehmen. Das ist nämlich noch Desinfektionsmittel, was der liebe Jan dir geschickt hat. Ja. Dankeschön. Ist auch noch ein Spender bei. Also ist ein neuer Spender noch bei. Diese Flaschen kann man auffüllen und in den Spender reintun. Handlotion, weil wegen, wenn man viel die Hände desinfiziert, werden die auch trocken. Und nochmal 10 Liter. Ja, und der ist so krass, der hat Kira nochmal das gleiche geschickt. Also wir haben zweimal, für einmal für dich und einmal für Kira, volle Batterie bekommen. Genial. Könnte
Zum Beispiel, genau, ja. Einer hängt da draußen, genau. Und einer, ja, ja, gute Idee. Gute Idee. Und da ist Eiko. Eiko will heute noch Futterpaletten uns rüberfahren. Rums? Wieso Rums? Und wir lassen dann jetzt den Abend um gleich 20 nach 9 lassen wir dann. Wir essen jetzt dann nochmal lecker Kartoffel, Nudelsalat, Bratwurst und lassen den Abend ausklingen. Eiko muss grillen. Eiko muss grillen. Moin. Hier ist alles zu. Kommst nur noch da rein. Wir haben alles festgespackst. Alles gut? Was macht dein Kopf? Ja, habe ich doch gesagt, dass du da länger was von hast. Ne? Von wegen tut gar nicht weh. 600 und weiter geht's. Hier, guck mal, die beiden grillen. Ja. Ich kann vor Wut kochen. Genau, ich kann kochen vor Wut, ganz gut. So, wie seht ihr den nix, weil es nämlich duster ist. Komm. Ja, angesprengt. So, es ist 22.38 Uhr. Ja, das ist wir wollten heute nicht so lange. Nein, es ist sogar 22.48 Uhr. Dann geht die Uhr ja falsch. Es ist sogar 22.48 Uhr. Also, kurz nach 11 werden wir dann wohl zu Hause sein. Oh, was ein Scheiß. Wir wollten heute nicht so lange. Haben ja auch nicht so lange gemacht. Jetzt darf ich Brandon seinen Anhänger nicht zu klump fahren. Gleichzeitig aber auch nicht in die Drotze hier rein. Das wäre beides ein bisschen doof. Aber es war eigentlich ein ganz guter, erfolgreicher Tag, denke ich. Ja, Anhänger passt. Ethanit passt auch. Siehst du, jetzt nur noch nicht in den Graben rutschen und dann geht das los. Tina fährt da hinten los. Das ist geil, ne? Mit dem Twin-Trailer, dass der die beiden Lampen hinten hat, das ist schon echt Porno. So, da fährt Marco. Und da kommt Tina angerumpelt. So, Feierabend für heute. Jawohl. Ja, das LED-Licht am Trailer ist schon geil, ne? Also sowohl das normale Abblendlicht, als eben auch die Seiten, diese Schwanenhälse, total geil. Scheiße, ich habe mein Dreieckfenster nicht zugemacht. Als eben auch das Rückfahrlicht auf LED, ist schon cool. So, ich muss noch einmal schnell mein Dreieckfenster zumachen und dann geht's los hier. Es ist so spät, die haben bei uns sogar die Straßenlaternen ausgestellt. Also es ist so spät, dass sogar die Straßenlaternen aus sind. Krass, oder? So, wir müssen ja gleich noch den Anhänger mit dem Wärmeer uns ins Kapo, aber ich lade den heute Abend nicht mehr ab. Also keinen Bock, den jetzt noch abzuladen gleich. Hunde ins Auto, Video muss noch hochgeladen werden, damit ihr überhaupt was gucken könnt morgen früh. Und dann, ich glaube morgen früh geht dieses, ich weiß gar nicht, wie Tina das nennen will. Also das Video, wo ich die Tannen umgeschmissen habe, da wegen dem Sturmschaden, da hatten wir Ausnahmegenehmigung dafür, weil es ja zu Sturmschäden gekommen ist und die Dinger halb tot waren. Das Video seht ihr dann ja morgen, das müssen wir jetzt gleich noch hochladen, geschnitten ist es zum Glück schon. Und ja, also das ist das, was ich immer sage, ne? So eine 40-Stunden-Woche ist bei mir Mittwochabend. Ne? Aber das ist ja das, was viele immer nicht verstehen, was da alles hintersteckt und warum auch so viele da immer ganz schnell mit aufhören. Ne? Also es gibt ja viele Baumpfleger, die mit irgendwelchen YouTube-Kanälen dann nach uns gekommen sind und die auch ganz schnell wieder in der Versenkung verschwunden sind, weil sie eben gemerkt haben, dass man da ganz langen Atem für braucht, dass das ganz viel Arbeit ist, dass das eben auch, das ist nicht mal eben so nebenbei aus dem Ärmel geschüttelt.
Und damit wird man nicht über Nacht zum Millionär. Und auch nicht über ein Jahr und auch nicht über 2 Jahre und auch nicht über 5 Jahre. Ne? Also man sieht das ja auch bei August. Der ist, sag ich mal, mit seinem Monkey Beaver Belt und auch mit seinen ganzen anderen Produkten, die er so entwickelt hat und so, ist er natürlich, verdient er Geld und ist er auch gut mit dem Geschäft. Aber deswegen kann er noch lange nicht aufhören mit Bäume fällen. Und deswegen ist er auch noch lange nicht, dass der seine Firma nur von YouTube unterhalten kann. Im Leben nicht und auch nicht von dem Merch oder so, den er verkloppt. Sondern der muss auch immer noch Bäume fällen, um seinen Laden am Laufen zu halten und seine Leute zu bezahlen und seine Brötchen zu verdienen. Ne, das vergessen immer viele. Die meinen, wie gesagt, dass das ganze Zeug, was wir haben, quasi gar nicht von Bäume fällen kommt oder so. Oder dass wir das geschenkt kriegen oder ich weiß auch nicht. Also nein, wir müssen unsere Brötchen auch mit Arbeit verdienen. Und mit ehrlicher und teilweise auch ganz schön harter Arbeit. Na gut. Also ich glaube, das ist tatsächlich sogar Tina vor mir. Ja, ich kann da die Rücklichter mit den Spanenhälsen sehen. Also das ist eindeutig Twin-Trailer, der da gerade vor mir fährt. Von daher bin ich gar nicht so weit hinter Tina, auch wenn sie ein bisschen Vorsprung hatte. Aber joa, mit Ohr, wie gesagt, ist dann wieder spät geworden. Oh, ist das geil mit der Fernbedienung, ne? Dass man das Tor nicht mehr von Hand aufmachen muss. Ist einfach genial. So, jetzt seht ihr gleich bestimmt auch nochmal, wenn Tina rückwärts fährt, die LED-Lichter. Ich mach mal mein Licht aus, damit Tina kein Gegenlicht hat. Das ist so cool, ne? Das ist so cool. Gerade die Schwanenhälse, ne? Die sind Gold wert und eben auch, dass man wenigstens die Ecken mit den LED-Lichtern ausgeleuchtet kriegt, ist schon. So. Joa. Und dann ist es zu Hause dann ja, wenn das Video hochgeladen ist und alles und wir zu Hause sind, ist es ja nur noch duschen und ins Bett. Nur noch. Dann ist es 12:30, schätze ich.